Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Mein Name ist Questmaster Ike und dieser kleine Slow-Mo-Guy ist Ezio. Eigentlich soll ich hier mir neue Auftragsattentate abholen, aber irgendwie ist hier keiner. Das letzte Mal war ja Mausoleus, keine Ahnung wie er heißt, Bartolomeo. Ja, Bartolomeo glaube ich. Dessen Frau war vorhin hier, aber irgendwie können wir jetzt hier an dieser Stelle mit der Luft reden. Und da ist sie. Ezio, die Borgia sind durch eure Angriffe verunsichert. Spione des Papstes durchsuchen die Stadt. Zum Glück konnte Machiavelli ihre Namen erfahren. Grazie. Und somit haben wir auch wieder ein paar neue Auftragsattentate freigeschaltet. What the fuck? What the fuck? She died on a heart attack. Oh my fucking God. What happened? Oh mein Gott, ich muss denn sagen, dass seine Frau gerade gestorben ist. Hey, Dude. Deine Frau ist tot. Meinen Männern, wie es geht. What? Okay. Wow. Erst vorherige Aktion beenden, um diese Aktion freizuschalten. Das ist sehr interessant. Naja. Ich mach mal eine kleine Wette, das ist ja eh egal, wie viel. Wie viel kann ich überhaupt setzen? 500? Ja, setz mal einfach mal 500. Wir haben's ja. Wow! Hello, Ezio! Komm schon, greif an! Dieser Bastard! Das ist so unmöglich, das als zu packen. Das ist so hart schwer. Deshalb mache ich es nicht. Deshalb wollte ich es auch nicht unbedingt zeigen. Ich wollte euch nur zeigen, wie Ezio ausgezogen aussieht. Und ich hoffe, die liegt jetzt nicht immer... Oh mein Gott, die ist immer noch da. Shit. Naja, ich lese lieber mal das hier. Fuck, warum ist die verreckt? Waffen... Ja, bla bla bla. Doppelantade. Ja, das kriegen wir ja alles hin. Eigentlich diese 9 von 25 Wachen vom Pferd aus eliminieren wollte ich schon eher machen, aber irgendwie habe ich das nicht so arg gepackt. Naja, das war die DNA. Hauptsächlich wollte ich jetzt eigentlich nur ein paar Auftragsattentate freischalten. Was könnten wir denn noch machen? Meine Assassinen sind gerade vorhin zurückgekommen. Dementsprechend können wir die wieder wegschicken. Und es ist auch noch was Neues passiert, seit ich das letzte Mal hier was gemacht habe. Die Assassinenzeremonie wurde freigeschaltet, weil jetzt zum Beispiel der Zachanio, ach, was weiß denn ich, jo, ist bereit für die Assassinenzeremonie und ich kann auf der Zieberinsel, kann ich die Zeremonie starten, dann wieder auch zum Assassinen, ebenso er. Das heißt... Hier haben wir schon einen Assassin, den habe ich aus Versehen freigeschaltet. Aber der hier, der kann auch noch jetzt zum Assassin werden. Die noch nicht. Und der kann 2 Level aufsteigen. Dementsprechend machen wir das so und ihr alle seid noch mindestens 13 Minuten unterwegs. Das ist schon mal sehr gut. Dementsprechend gucken wir jetzt auf die Map, was wir machen könnten als nächstes. Und da sehen wir es, hier haben wir ein paar Auftragsattentate freigeschaltet. Das ist ja im Grunde schon mal top, dass wir wissen, wo die sind. Dementsprechend schalte ich mir als nächstes diese Diebesaufträge frei. Und dann gucken wir mal, wo wir uns das nächste Mal hier in Rom ein bisschen rumbewegen. Und vielleicht machen wir dann doch diese Leonardo-Maschinen-Mission. Oder dann doch dieses Versteck von Romulus noch in dieser Episode. Weil zumindest eine große Mission möchte ich in jeder Episode noch freischalten. Dementsprechend mache ich jetzt einen kleinen Cut, weil von da oben bis hier runter zu bewegen dauert fast die gesamte Episode. Egal, wir machen das jetzt auf jeden Fall mal. Bis gleich. Somit begrüße ich euch schon wieder zurück. Wir gehen hier noch schnell zur Bank, denn da kann ich Geld abheben, damit ich wieder genug Kohle habe, um eventuell irgendwelche Sehenswürdigkeiten unterwegs freizuschalten. Und investieren können wir ja auch noch. Dann haben wir nämlich auch die Münzen von Vlad dem Pfälzer freigeschaltet. Oder Pfähler? Ich glaube Pfähler. Denn hier in der Nähe, weiß ich auf jeden Fall, ist die Sehenswürdigkeit der Pyramide da unten. Und die, wenn wir jetzt schon hier unten sind, kann ich die auch kaufen. Denn das gehört nämlich alles zum Wiederaufbau Roms dazu. Dieses Spiel da links habe ich nie verstanden. Ganz ehrlich, was ist das hier? Ezio.
Die Chintooki sind erbost. Bene. Ich erwarte Vergeltung. Sie bekommen keine Gelegenheit. Wir tragen den Kampf zu Ihnen. Sucht meine Spione. Sie hacken etwas aus. Wenn es doch immer so einfach gehen würde. Ich schaue mir jetzt nicht noch extra an die Tabelle, was ich machen muss, um diese Diebe für mich zu gewinnen. Ja, das gibt sich relativ einfach immer von selber. Allerdings habe ich das auch schon gemacht. Und so, jetzt gucken wir mal. Die Diebesaufträge haben sich hier so angesiedelt. Das heißt, wie ihr seht, das tut hier alles so ein bisschen ballen. Dementsprechend hat sich das sehr gut angefühlt, dass wir das machen könnten. Dann könnte man nämlich ein paar Missionen hier unterwegs machen und könnten uns dann hier hochkämpfen. Den Turm möchte ich noch ein bisschen lassen. Ich habe nämlich überhaupt keinen Bock auf diese Rätsel da. Ich weiß, normal ist das sehr interessant, weil es auch wirklich zur Hauptstory eigentlich gehört. Aber meiner Meinung nach ist es doch ein bisschen langweilig. Und ich begebe mich jetzt noch zusammen mit euch hier zur Pyramide Chestia. Und dann geht's zurück zur Tiberinsel. Dann gucken wir mal, ob wir wieder einen Assassinen uns machen können. Ich hoffe, der ist da. Und dann können wir auch hier diesen Diebesauftrag gleich mitmachen. Also, dann rufen wir mal unser Tony Pony. Nee, wie habe ich ihn das letzte Mal genannt? Charles? Ach, ich gebe dem eh jemand Aua. Damn you. Und weiter geht's. Ich will hier runterreiten. Wenn ich mich nicht irre, war es diese Straße hier, die ich nehmen musste. Oh, ich habe doch gerade eben Geld abgehoben. Warum ist jetzt schon wieder so viel Geld drin? Naja, ich hoffe, meine 60.000 reichen eben für dieses kleine Ding da hinten. Es ist ganz schön anzusehen und ja, dementsprechend will ich es. Denn ich bin neuerdings ein Immobilienmakler hier in... Oh, das ist ja aber billig mittlerweile. Das ist ein Teil der Mauer. Ich habe keine Ahnung überhaupt, warum das hier so steht. Das wäre auch mal interessant zu erfahren. Die Pyramide Chestia erworben. So, was könnte man denn noch machen? Naja, ich reite jetzt erstmal zurück zur Isla Tiberina. Und dementsprechend machen wir hier wieder einen kleinen Cut. Ja, diese Episode wird ein bisschen arg oft gecuttet. Aber das ist halt leider, Rom ist doch sehr groß und dementsprechend kann man hier einiges machen. Also, bis gleich. Willkommen zurück. Wir sind hier jetzt direkt vor der Isla Tiberina. Aber ich möchte euch jetzt unterwegs noch ein kleines, naja, ich nenne es mal Easter Egg, weil ich glaube, das ist etwas, was einige interessieren könnte. Dieser kleine Schabernack, wenn ich ihn anvisiere, bekommt er eine Lebensanzeige. Das heißt, er ist böse. Und wenn ich jetzt näher hingehe, ist es der Joker vom... Ah, der Joker vom Multiplayer. Einer von 5 Harlequins verprügelt. Das ist auch aber so ziemlich der einzige, den ich kenne. Dementsprechend bin ich jetzt mal gespannt, wo es denn noch mehr gibt. Und da der sich so schön prügelt, erlöse ich ihn von seinem Sterben und töte ihn. Tja. Einer von 5 Harlequins. Das heißt, es gibt noch 4 weitere. Ich habe keine Ahnung übrigens wirklich, wo die sind, wie eben schon erwähnt. Aber das ist ja ziemlich egal. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, denn die Post-Story dauert ja doch gewiss ein bisschen länger. Es sind nämlich nicht nur irgendwie so hier 5 Missionen, die ich danach noch machen muss. Nein, das Spiel zieht sich wirklich um einiges. Natürlich hätte ich das Ganze natürlich schon vorher machen können, bevor ich zu Cesare nach Spanien gegangen bin. Aber das hätte wirklich den Rahmen gesprengt. Ich wollte jetzt nicht so ein 70-Folgen-Projekt vorher machen, bevor das Spiel dann jetzt endlich mal abgeschlossen wird. Dementsprechend wird das jetzt alles so nach und nach zusammen gemacht. Weil, ja, das sollte wirklich nicht so ewig hingezogen werden. Lieber dann danach in kleinen Extra-Episoden. Leia Shea Walkan Motlak per Kulun Mumkin. Die Weisheit unseres Credos steckt in diesen Worten. Wir arbeiten im Dunkel, um dem Licht zu dienen.
Wir sind Assassinen. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Das kleine Credo von Assassins. Ja, wenn ich jetzt Assassin's Creed noch dazu gesagt hätte, hätte es jetzt nicht mehr so ganz gestimmt. Aber es gibt einen Grund, warum ich jetzt hierher extra gegangen bin. Natürlich für diese eine Mission. Und wenn ich jetzt hier direkt wieder zurückgehe, komme ich zwar oben wieder auf dem Dach raus. Denkt man jetzt auch so, nö. Na okay, ich komme nicht auf dem Dach raus. Vielen Dank. Ich weiß... Habe ich jetzt gleich zwei zum Rang Assassin? Oh, Pferd! Ich bekomme... Oh, Game! Ich krieg gerade wieder Rage ohne Ende. So, denn hier auf dem Dach ist ja eigentlich noch ein Vogelpfosten hier, Dingens. Aber das ist gleichzeitig ein Auftragsattentat. Dementsprechend gehen wir da hin und holen uns unser Auftragsattentat auch gleich ab. Der wurde zum... Das ist gut, ich habe jetzt gleich... Okay, ich habe zwei Assassinen und ich glaube... Der ist sowieso schon Assassin. Ich habe jetzt insgesamt drei Assassinen. Aber ich will eigentlich diese Mission hier starten. Die drei Amici. Cesare hat begonnen, ungeübte Soldaten anzuheuern. Seine erfahrenen Ausbilder sind daher enorm wichtig für seinen Erfolg. Finde und töte sie. Ja, das geht relativ einfach. Die Ziele mit der versteckten Klinge töten. Yay! Ich habe nicht sonderlich irgendwelche Anforderungen, wirklich nur mit der Klinge zu töten. Das mache ich doch mit Vorliebe. Denn ich glaube, das ist sogar noch eine Söldner-Herausforderung, dass ich so und so viele Typen mit der versteckten Klinge töte. Ich muss die Assassinen sowieso öfters rufen für meine kleinen Machenschaften hier. Denn das ist nämlich auch eine Assassinen-Mission. Es gibt vieles, wirklich sehr, sehr vieles, was man hier alles machen muss. Dieser Mann. Dann mach doch! Ja. Was ist los? Du hast irgendwas gesagt? Da, das hier da ist ein Ausbilder. Selbstverstümmelung. Was geht mit dir? Schneide du den Weg ab! Kann ich den da jetzt so richtig schön da mit Luftattentat? Nee. Das ist aber einer von den Bösen. Denn der hat nämlich einen verdammten Speer. Wow, was geht denn hier gerade? Es sind gerade echt zu viele. I did it! Ah, diese Typen regen mich echt immer auf. Bitte töte mich nicht! Bitte töte mich nicht! Ich töte dich aber! So, und ihr seid ungeübt, habe ich gehört. Aber that hurt! Will mich einer angreifen? Apropos, ich muss euch ja eh noch entwaffen und euch mit eurer eigenen Waffe töten. So ungefähr. Ihr seht, das war eine Söldner-Herausforderung. Und da der ein Messer hat, kann ich damit sehr gut umgehen. So, jetzt müssen wir aber wieder zurück zu unseren versteckten Klingen wechseln. Denn wir wollen ja immer noch 100% in jeder Mission. Das muss ich auch noch nachträglich machen, weil ich zeige euch ja wirklich alle Inhalte von diesem Game. Und dementsprechend muss ich alles sammeln, alles 100% machen, um euch zu zeigen, was man denn damit jeweils freischaltet. Der Sinn sei natürlich dahingestellt, denn man bekommt meistens Gegenstände, die einem nicht unbedingt das Spiel verbessern, sondern das Spiel nochmal ein bisschen anders machen. Ziemlich genau weiß ich aus Assassin's Creed 2, dass es am Ende des Spiels dann noch einen Umhang gab, der einem immer versteckt... also dass der... Oh, geil. Jetzt habe ich zwei Aufträge damit so gleich beendet. Oh my fucking God. You die. Und warum ist es jetzt so geblendet? So, gucken wir mal, was die haben. Das finde ich jetzt sehr interessant, dass ich... Warum ist der jetzt hier nicht direkt vor mir gestorben?
That's why. Okay, gut. Jetzt gucken wir mal auf der Karte wirklich, was wir noch zu machen haben. Denn mein Problem ist hier jetzt eindeutig, dass ich immer wieder hier ein bisschen zurückgeworfen werde und deshalb dann doch nicht diese Mission hier oben machen können, weil das echt jetzt den Rahmen sprengt. Und zwar richtig hart den Rahmen sprengt. Mit 20 Minuten bin ich da schon sehr... ja, jetzt fällt mir nicht mal mehr ein Wort ein. Sehr großzügig, sagen wir mal. Ich weiß, ich darf keinen Zivilisten umbringen. Aber Desmond bringt doch lieber gerne Zivilisten um. Und dafür kann ich nichts. Ich spiele hier einfach nur, auf einmal tötet er. Ja, das ist so natürlich. Da machen wir jetzt dann doch noch zum Schluss diese Diebesmission. Und ich sehe mein Radar da oben für die Entdecktheit ist ziemlich hoch. Das heißt, ich muss demnächst wieder irgendeinen bestechen, um wieder halbwegs clear hier zu sein. Oder ich reiße da oben einfach diesen Steckbrief ab. Das macht mich zumindest mal wieder unter 50%. Das könnte mir auch schon ganz schön helfen. Und dann brauche ich nämlich nur noch einen Penner zu bestechen und dann geht's ab. So, jetzt ist aber echt die Frage, wo sind die Harlequins? Ich habe, glaube ich, doch mal zwei gefunden gehabt, aber wo der zweite war, das weiß ich absolut nicht mehr. Ich weiß nur noch dieser eine neben der Brücke hier direkt, dass der da ist. Aber mehr auch nicht. Apropos, da könnte man mal gucken, ob hier irgendetwas ist. Das könnte man reparieren. Rüstung, kann man irgendwas bei den Rüstungen noch kaufen? Ne, ich habe alles in Besitz. Alle Rüstungen. Alle Waffen nicht. Da gibt's bestimmt irgendwo was Stärkeres. Da gibt's was Stärkeres. Oh, die ist aber auch zweihändig. Ja, der wäre eigentlich schon relativ angenehm. Aber ich würde mich echt gern mal auf die großen Waffen hier konzentrieren. Die sieht doch ganz nett aus. Kaufen wir uns die mal. Sehr gerne. Beehrt mich bald wieder. Wow. Ist die groß. Das macht Spaß, damit glaube ich alle ab. Oh, Moment. Ich habe ja Geld bekommen zuletzt. Und ich kann auch wieder investieren. So, dadurch habe ich wieder einiges bekommen. Ich glaube zwar, dass ich jetzt im Moment nicht mehr investieren müsste. Aber das schadet ja nichts im Grunde, wenn ich Geld noch los werde. Ich habe keine Ahnung, ob das vielleicht sogar irgendetwas dazu beiträgt, ob dann die öffentlichen Gebäude billiger sind. Aber damit der jetzt nicht hier so rum... La Volpe stieß auf eine Gelegenheit, die wir einfach ergreifen müssen. Ein Geschenk der Borgia an die Cento Occhi. Voller Ablässe, Versprechen und Schmiergelder. Selbstverständlich wäre es für unsere Gilde von unschätzbarem Wert, wenn ihr es stehlen könntet. Den Preis im Auge. Die Borgia-Dokumente von den Cento Occhi stehlen. Volles Inquisition, bei dem Versuch, den Throneninhalt zu stehlen, unentdeckt bleiben. Das sind doch solche Missionen, die immer mal wieder interessant sind. Nicht so wie die ersten, einfach nur so kurz ein bisschen was machen. Nein, das hier wird richtig Assassin-like. Und das sind auch diese Missionen, die Ubisoft uns liefert und die wir alle sehr, sehr lieben. Ein paar Assassinen sind jetzt zum Rang Maestro aufgestiegen. Das ist sehr gut. Oh, es sind sehr viele zum Maestro aufgestiegen. Und dadurch habe ich neue Auftragsattentate. Natürlich nicht diese, die ich gerade mache oder vorhin gemacht habe. Nein, es sind solche, die die Assassinen machen können. So, wie weit ist denn das weg? So, ich bin hier. Ich bin da. Frage, wo genau ist das? Ist da im Innenhof. Das heißt, ich kann da reingehen. Ich hoffe, es rennt nicht irgendwo einer auf dem Dach rum. Aber das wäre ziemlicher Fail, wenn nicht. Oh, scheiße. Scheiße. Shit.
Das war nicht so geplant. Ich wollte nicht direkt schon entdeckt werden. Dementsprechend muss ich das irgendwann nochmal nachholen. Aber da wir jetzt schon hier drin sind, können wir auch einfach rein rushen. Wow, warum bin ich Idiot überhaupt übers Dach gegangen? Ich hätte es auch so einfach machen können. Oh! Damn it! Wow. Wie krass ist denn das bitte? Wie krass ist denn das bitte? Oh, leck, wie mächtig ist denn diese Waffe? Das macht ja mal richtig hart Spaß. Hätte ich früher gewusst, wäre ich einfach hier unten reingerannt, hätte hier mal kurz einen Auftragsattentat oder ähnliches gemacht. Oder von oben reingesprungen und das wäre es dann schon gewesen. Aber naja. So, viel können wir jetzt echt nicht mehr machen. Das heißt, ich gucke jetzt nochmal schnell auf die Karte. Vielleicht haben wir doch noch etwas ganz schnell in der Nähe. Aber dem ist leider nicht so. Mir fällt gerade auf. Mission ist... Habe ich sie... Nee, ich habe sie gar nicht bekommen bisher, oder? Muss ich noch irgendwas... Also ich muss das noch zurückliefern. Das machen wir natürlich auch noch. Ich meine, das dauert jetzt alles noch relativ lange. Aber das geht ja doch relativ schnell immer. Hey, ja, jetzt bin ich einmal im Kreis gelaufen. Okay, diese Mission muss ich also wiederholen. Das kann ich mir direkt hier auf meinem kleinen Blog notieren. Und die Folge wird auf jeden Fall beendet, wenn ich dieses kleine Dokument bei den Dieben abgebe. Ich hoffe, diese Mission geht noch nicht viel länger. Ich glaube, die Folge ist gar nicht mal so mega lang aufgrund der Schnitte. Für mich kommt es natürlich hier im Moment gerade ewig vor. Aber das ist ja meistens so. Ich kann euch dann zum Ende kann ich noch ein kleines bisschen was von der Karte zeigen, weil ich habe ja mal wieder ein bisschen aufgeräumt. So kommt es nämlich auch immer wieder zu den kleinen Episoden, die ich hier mache. Oh, die sind anscheinend oben auf dem Dach. Dann muss ich hier hoch. Ja, die sind hier oben. Das kann man auch ein bisschen deutlicher machen. Grazie, Ezio. Ich bringe es zu La Volpe. Ja, dann mach bitte. Lass mich die Folge beenden. 1300 Florin für uns. Das ist eigentlich sehr gut für die Leute, die relativ früh Geld brauchen. Die können das gerne machen. Jetzt zeige ich euch zum Schluss nochmal die Karte. Ich habe hier so ziemlich alles aufgeräumt an Borgia, Bannern, Schätzen und so weiter. Es ist nur noch dieser eine Schatz in den anderen Bereichen. Und den Vatikan hebe ich mir zum Schluss auf, wenn wir zu dieser Mission gehen. Denn da werden wir von dieser Position aus starten und dann darüber fliegen. Das macht sehr viel Spaß. Aber vorher muss ich noch zu Leonardo und mir die Fallschirme kaufen. Das heißt, es wird frühestens erst in der übernächsten Folge passieren, dass wir uns das letzte Versteck von Romulus und gleichzeitig dann in dieser Episode unten uns den Schatz von Romulus holen. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und ihr schaltet das nächste Mal wieder ein zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood mit mir, Questmaster Ike, und hoffentlich